Das wäre gut. Weil der haut mir ja sämtliche Knochen durcheinander. Jetzt ist weg. Sie? Du hast doch am Ende nicht zum Granellienkummer sein. Na, freilich. Das ist meine Pflicht. Im Namen der Obrigkeit. Lieber Kasper! Ja, sag einmal, war das vor 2 Monaten auch deine Pflicht, wo du mit dem Gericht aus dem Haus vertreiben gewollt hast? Du kommst raus. Und den Alten. Und der Jung. Den gibt es nicht. Und geschmiert. Jawohl. Und den Blauer. Herz. Ich komm dran. Herz. Sophie. Und Eichel. Jawohl. Freust dich, dass ich das Gewehr in der Hand gehabt hab. Hast es ja genau gehängt, geladen und nicht gesichert. Ich gönn das, dass du im Leben keine Freude mehr hast. Du hast es ja nie verstanden, das Leben. Wenn eine Blume blüht, tust du so lang rum, bis sie zersappt hast. Wenn ein Vöcherl singt, dann hörst du sein Lied nicht. Auch dir ist bloß auch was groß und das ist der Neid. Jetzt hör da mal auf, geh zu. Das? Ja, ja, bei uns, da dürfen wir ja. Schießen? Das gehört doch dazu. Jetzt, wenn man trifft. Und noch fällt das Bild um, steht wieder auf und sagt, machen wir es noch einmal. Was der Tod? Und im Wald? Neben meinem Rucksack, da ist nur eine Flasche Zwetschge. Da ist nur was drin. Den kannst du holen. Danke, Kasper, weil den hab ich schon.